Der Medienrummel ist ungewohnt präsent am Alsenweg. Doch auch wenn sich gerade ganz Fußball-Deutschland im Relegationsfieber befindet, versucht der SV Waldhof Mannheim vor dem Hinspiel beim KFC Uerdingen die Ruhe zu bewahren. Ich habe mir irgendwie abgewöhnt, ja, ein Bauchgefühl zu entwickeln. Also man versucht sich gut vorzubereiten und dann muss man die zwei Spiele spielen, weil es bringt nichts vor, in irgendwelche Euphorie zu verfallen, weil dann ist das Loch hinterher viel zu groß, falls... Das sage ich jetzt nicht. Sie denken vorausschauend, wissen, dass ein hartes Stück Arbeit auf sie zukommen wird. Da kann selbst Relegationsfachmann Bruno Labbadia, der gestern mit dem VfL Wolfsburg die Klasse gehalten hat und gut mit Trainer Bernd Raches befreundet ist, nur bedingt Tipps geben. Das wäre einfach, ne? Wenn er jetzt von Wolfsburg jetzt noch einen Tipp geben könnte auf Waldhof Mannheim. Nein, wir sind gute Freunde und wir wünschen uns eigentlich immer viel Glück. Ein bisschen von diesem Glück gehört in der Relegation dazu. Doch ein guter Matchplan ist noch viel wichtiger. Die Grundlage hierfür soll beim SVB wieder in der Defensive gelegt werden. Also ich denke, wir sollten zusehen, dass wir unsere normale Leistung bringen. Wir haben es gegen die offensivstarken Mannschaften Offenbach, Saarbrücken, haben es bewiesen, dass wir auch da die wirklich guten Spieler in den Griff bekommen können. Und wenn wir das wieder schaffen, bin ich sehr optimistisch. Das liegt nicht zuletzt daran, dass die Abteilung Attacke auch viele defensive Aufgaben hat. Genau das erwartet Trainer Drares in den beiden Relegationspartien. Mich macht zuversichtlich, dass wir, ich sag mal, die ganze Saison sehr konzentriert gearbeitet haben. Das werden wir jetzt auch machen für die Spiele. Wir denken jetzt nicht über Sieg oder Niederlage nach, sondern wir denken nur über unsere Aufgaben im Spiel nach. Was haben wir vor? Wie ist unser Matchplan? Das wollen wir alles umsetzen, dann werden wir sehen. Eine große Hilfe sollen dabei auch die Fans sein, von denen ein Großteil den Weg nach Duisburg mitfahren wird. Es macht natürlich viel mehr Spaß, wenn man gefühlt auch auswärts ein Heimspiel hat. Und man muss ja auch mal sagen, bei unseren Fans, auch wenn es nur 4.000 werden sollten, die machen ja immer Stimmung für 12. Von daher ist das schon ganz angenehm. Es ist angerichtet. Coach Bernd Raches verfolgt einen klaren Plan. Die Spieler wirken ruhig und abgeklärt. Und sogar der Relegationsprofi aus Wolfsburg drückt die Daumen. Dem Sprung in die dritte Liga stehen nur noch 180 Minuten Fußball im Weg. Die ersten 90 gibt es am Donnerstag in Duisburg. Dorthin weicht Uerdingen nämlich aufgrund der besseren Kapazität aus.